Let's Play Fallout 3, das sind wir schon wieder. Und selbe Stelle geht natürlich weiter. Jetzt hoffe ich mal, dass es einfach Fallout 3 war, das rumgesponnen hat. Und dass es nicht einfach die Stelle hier ist, dass das Spiel zum Abschmieren bringt. Ach, das ist wieder ein anderer. Das ist kein so ein Dampfer-Ghoul. Ich treff nix. Ich kotz. Aber der Kopf hat 5% Trefferchance. Warum das? Trotzdem im Kopf getroffen. Reicht. So, jetzt bitte nicht wieder abkacken hier drin. Schaut vielversprechend aus. Warum sieht das Wasser so dämlich aus? Weil wir hier in der Matrix sind. Kann nur so sein. So, wir suchen ein Schiffswrack. Das sieht doch wrackig aus. Wollte ich da einfach runterspringen? Wären wir hier in Fallout 4 mit der Powerrüstung, wäre ich runtergesprungen. Das fand ich immer so geil mit der Powerrüstung. Einfach irgendwo bam runter und dann so landen. Das hat doch was. Was geht's denn hier runter? Ach, da drüben wäre der Weg gewesen. Das muss auch so gehen. Ach, ihr blöden Viecher. So denn. Wo geht's denn da rein? Durch das Schiffswrack? Ah ja, da ist ein Eingang. So, jetzt bin ich mal gespannt, was das für einer ist. Er schafft Zeiten. Hat er mich verarschen? Ja, jetzt schieße ich aber wie ein Depp. So. Na, was wolltest du hier wohl machen mit deinem Vorkriegsgold?
hier auf jeden Fall falsch. War es eventuell falsch, hier runterzugehen? Ich glaube, es war falsch, hier runterzugehen. Ja, eigentlich runterfallen. Genau, so. Oho. Ein Schmugglerversteck oder sowas? Toll. Ich schätze mal, der Kerl wollte hier hin mit seinem ganzen Bargeld. Wieder da fort, gut. Aber wie kommt der denn hier rein und so sicher durch mit den ganzen Meyer-Lurks und so? Oder wieder ein. Wahrscheinlich ist es selber einer. Was bin ich froh, dass aus den Teilen, aus dem Hirnpilz, zumindest aus den Eiern, nicht wieder diese kleinen nervigen Mistviecher rausschlüpfen. Da oben ist er ja. Aber was ist denn hier los? Endlich! Desmond wird sterben und unser langer Kampf wird auf die einzig mögliche Weise enden. Mit mir als Sieger! Hä? Ja. Dein Wissen über die Astralsphäre zu verbreiten. An alle, die weise genug sind, es aufzunehmen. Nein, nicht astrales Wissen, du Einfallspinsel, sondern psychische Herrschaft. Und das ist erst möglich, wenn du Desmonds Störgerät zerstörst. Kein Grund zur Sorge, Erleuchteter. Wir werden das Gebäude neu segnen und die Verunreinigungen entfernen, die deine perfekte Führung stören. Gut, zerstöre das Haus und seine Verunreinigungen. Vernichte diesen Störer, damit ich euch Blütmänner endlich los bin. Ja, wir werden uns von allen Fesseln befreien. Danke, what the Meister. Hell? Psst. Meine Meditation erfordert höchste Hallo? Bist du vielleicht ebenfalls auf der Suche nach höheren Sphären? Was führt dich hierher? Ich wollte bloß den Raumführer des Stamms kennenlernen. Auch wenn ich derjenige bin, der unsere weltlichen Belange leitet, kann ich mich nicht der wahren Weisheit rühmen. Mir gebietet ein höherer Herr. Alle Weisheit, ob zur Erforschung der höheren Sphären oder zur Beseitigung des störenden Ghouls, kommt von unserem transzendenten Meister. Du meinst, du bist nicht der eigentliche Anführer des Stamms? Ach, wäre ich bloß so weise. Nein, die wahre Anführerschaft des Stammes gebührt einem höheren Geist, dem Erleuchteten. Obschon sein erhabener Geist keinen Körper mehr benötigt, zeigt er sich uns und weist uns den Weg. Ich interpretiere lediglich seine Wünsche. Er offenbart sich hier, hoch auf einem Felsvorsprung der großen Höhle. Vielleicht ist dir das Glück hold und du darfst an seiner Weisheit teilhaben. Ich werde dem Transzendenten meist sofort deinen Besuch abstatten. Ja. Halte Zwiesprache mit ihm, während ich mich um meinen Stamm kümmere. Es gibt ja so viel zu tun. Ja, mein Gefährte auf der So. Ja. Kann ich jetzt bitte? Danke. Dann sind Sie also hier herumgerutscht. Sie machen ja keinen besonders furchterregenden Eindruck, aber immerhin sabbern Sie nicht. Also gut dann. Na gut. Vielleicht sind sie ja sogar nützlich als dieser Spiritist mit seinen blöden Grinsen und seinem Stamm aus Vollidioten. Was zum Henker sind sie? Was sie sehen, ist lediglich eine holographische Projektion. Zugegeben eine ziemlich plumpe, aber zu mehr bin ich derzeit nicht in der Lage.
der größten Zenit Amerikas gegenüber, bewahrt durch die Wunder der Technik. Das hier ist viel edler, als den Rest der Ewigkeit als verrottender Leichnam zu verbringen. Meinen Sie nicht auch? Wie kam es dazu, dass Sie diesen Stamm anführen? Jax glaubt, ich sei eine Art Gott, was an und für sich ja großartig wäre, wenn ich seine Auslegung meiner Befehle etwas zu wünschen übrig ließe. Wie dem auch sei, ich bin überzeugt, dass Sie effizienter arbeiten können als er. Ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Aufgabe. In der Villa Calvert wohnt ein ziemlich lästiger Goon. Er muss ausgeschaltet werden samt seinem Störgerät, und zwar sofort. Was haben Sie gegen den Ghoul? Mehr als ich eine rosa Weißbirne, die Sie vorstellen kann. Aber im Moment beschäftigt mich vielmehr das Gerät, das sich in seinem Besitz befindet. Er hat ein Störgerät, das meinen Senderadius auf diese erbärmliche Höhle reduziert. Beseitigen Sie es, damit ich meine Reichweite ausdehnen kann. Wenn Sie Desmond gleich mit umbringen könnten, wäre das sehr nett. Aber dazu haben wir später auch noch Zeit. What the hell? Was wissen Sie über Desmond? Desmond, dieses niederträchtige Knochengrippe, wird für seine Sünden bitter büßen. Ihm habe ich meinen körperlosen Zustand zu verdanken. Allerdings wurde ich dadurch erst richtig brillant. Vielleicht bin ich ihm sogar Dank schuldig. Ich werde ihm also meinen Dank erweisen und beschere ihm einen schnellen und blutigen Tod. Haben Sie den Stammesleuten befohlen, die Villa anzugreifen? Natürlich habe ich das, aber dieser Schwachkopf glaubte, es wäre eine seiner wirren Visionen. Dabei sollte er doch das Störgerät des Ghouls beseitigen. Ehrlich, diese Deppen sind das Fleisch nicht wert, aus dem sie gemacht sind. Was für einen Sinn hat ein Untergebener, der keine Befehle befolgen kann? Ja, zischen Sie schon ab! What? Mit Desmond sprechen. Jetzt rede ich aber nochmal mit dem Knilch, oder? Ja. Mein Gefährt. Aber kann nicht viel reden mit ihm. Okay. Jetzt will ich ja mal gucken, wo die Leiter dahin führt. Was war das denn jetzt wieder? War das? Okay, dann quatschen wir mal mit Desmond. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da dahinter steckt. Wahrscheinlich waren das zwei Wissenschaftler. Die haben sich zerstritten. Desmond! Ich hab's gewusst, dass dieser kleine Mistkerl hinter allem steckt. Nach all diesen Jahren streckt er seinen Kopf heraus. Den werde ich ihm abhacken. Bildlich gesprochen, natürlich. Ich hab ihm doch noch gar nicht gesagt, was los ist. Wer oder was ist denn dieses Hirndings eigentlich? Ich hätte wissen müssen, dass er es ist, mein alter Rivale. So nah am Haus seiner Familie. Nur er kann so dumm sein. Er war einmal ein Mann, Professor Calvert. Der Familie Calvert gehörte einst die Hälfte von Maryland. Damals, als es noch ein Maryland gab. Angehörige der Familie Calvert hatten in der ganzen Welt großen Einfluss. Sie hatten praktisch die Regierung der USA in der Tasche. In ihrer Glanzzeit waren 3 Angehörige dieser Familie Senatoren, 7 von ihnen Mitglieder des Repräsentantenhauses und 2 davon Gouverneure. Sie stellten sogar einen Spitzenkandidaten für das Amt des Präsidenten, bis ihn dieser Hundeskandal aus dem Rennen warf. Darauf war ich sehr stolz. Sie kennen diesen Typen? Was geht hier vor? Calvert ist mein alter Rivale. Wir spielen dieses Spiel seit Jahrhunderten. Nur er kann so blöd sein, sich so nah beim Familienwohnsitz zu verstecken. Hier geht es nicht um Hass, sondern um Schicksal. Er ist mein Feind, und ich kann es nicht dulden, dass jemand lebt, der sich mir in den Weg stellt.
Ich wusste, dass er hier steckt und habe vor, ihn aufzustöbern und ihm den Schädel einzuschlagen. Das mit seinem Schädel meine ich natürlich nur im übertragenen Sinne. Und jetzt wollen Sie, dass ich etwas anderes mache, nicht wahr? Natürlich will ich, dass du etwas anderes machst. Du erwartest doch nicht etwa von mir, höchstpersönlich in diesem Schlammloch herumzulaufen, oder? Vielleicht sollten Sie etwas mehr auf Ihren Tonfall achten, alter Mann. Drohst du mir? Glaubst du, auf mich wäre noch nie geschossen worden? Glaubst du, nach Tausenden, die mich schon töten wollten, würde es dir gelingen? Du nimmst am besten schleunigst Vernunft an und spielst mit. Ich kriege, was ich will. Du wirst reich und danach trennen sich unsere Wege. Ich kann's kaum erwarten. Dann empfangen diese Schwachköpfe also Nachrichten vom Professor, nicht wahr? Dann muss er ja irgendwo stecken und ihnen Nachrichten zufunken. Aber er ist auf die Dumpfbacken angewiesen. Ohne ihre Dienste ist er aufgeschmissen. Hindern wir ihn also daran, ihnen etwas zu sagen. Dann muss er sich mehr Mühe geben. Vielleicht kann ich den kleinen Wurm dann finden und eliminieren. Wie lautet Ihr Plan, alter Mann? Wenn ich Professor Calvert richtig kenne, und das tue ich, dann benutzt er zum Senden Coxinuswellen hoher Frequenz. Ich habe genau das richtige Gerät, um seinen kleinen Plapperkasten zu stören. Du brauchst es nur am höchsten Punkt des Strandes aufzustellen. Simpel, nicht wahr? Sie meinen dieses große Rad unten bei den Docks, oder? Genau. Befestige den Störer an der untersten Gondel, schalte das Rad ein und drehe den Störsender ganz nach oben. Das reinste Kinderspiel. Ich werde von hier aus zusehen und alles einschalten. Dann werden wir ja sehen, wo unser kleiner Professor steckt. Und jetzt geh. Okay. Hätten wir jetzt gar nicht so die Wahl gehabt, ihn einfach umzubringen. Vielleicht kommt es noch. Gut, dann mache ich aber jetzt auch eine Schnullreise hin. Eine Reise nach Pilgrim's Landing. Ich wusste, dass das passieren wird. Schon wieder das Spiel abgestürzt. Ja gut, wir sind eh schon wieder am Folgenende. Keine Ahnung, was da jetzt wieder los ist mit Fallout 3. Ich sag danke fürs Zugucken und bis dann.